Gut, grüße Schwanderle und Frank aus der Umgebung und aus weiter Ferne. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind der Holsturner Musik Big Band Club. Ich glaube, durch das, dass wir selber auch Gaudi haben auf der Bühne und dass es uns selber erfreut, wenn wir spielen dürfen und auch die Nummern, vor allem die Nummern spielen dürfen, die wir selber gemacht haben und so, das ist schon eine coole Sache. Und schöne Momente, ja, die gibt es viele. Also unter Freunden eine Gaudi haben. Also, einfach, wo man sich geborgen und wohlfühlt und den Menschen, mit denen man redet, auch vertraut sein kann. Naja, wir kommen alle aus der Volksmusik und wir versuchen da einfach das nicht so zu spielen, wie man es eh schon immer spielt oder spielen sollte, vielleicht, laut Meinung älterer Herren, sondern wir schauen halt, was man da Neues damit machen kann, unter anderem. Und wir machen halt viel mit Improvisation. Manche von uns sind im Jazz mehr zu Hause und da lassen wir einfach unsere Musikstile einfließen. Wir ergänzen uns und inspirieren einander und dann passiert es ja. Als ich zum Beispiel den Titel von Mellau bis Schopenhauer aufgenommen habe, den habe ich zweimal aufs Band gespielt und dann, ja, das war irgendwie, ja, so Inspiration. Auch noch vielleicht mehr eigene Nummer zu schreiben und unsere eigene Art noch präsenter zu machen. Ja, örtlich wollen wir in die große weite Welt natürlich, aber ja, das wird sich entwickeln. Wo wir hinkommen, ist okay für uns. Ja. Der Johannes und der Andreas und ich waren dann irgendwann in der Pubertät mehr oder weniger, war mir das ein bisschen leid dann, dass man uns immer diktiert hat von oben herab, wie was zu spielen ist, und das ist ja eigentlich nicht der Sinn und Zweck der Volksmusik, wie wir damals schon gespürt haben und jetzt mittlerweile wissen. Dann haben wir probiert, um alles auf den Kopf stellen und alles verkehrt machen und gerade extra, dass jeder, der uns hört, sagt, na schau, die spinnerten Buben und so. Ja, dann irgendwie über den Umweg, da haben wir dann ja das erste Mal ernsthaft improvisiert oder versucht, die Volksmusik mit Jazz-Elementen zu verbinden oder so, solche Sachen. Und aus dem heraus ist dann im Laufe der Jahre irgendwie der HNBC gewachsen. Immer wieder ist eins nach dem anderen passiert. Und dann mit dem HNBC ist es so ähnlich. Das ist immer. Wir haben nicht vor 5 Jahren schon geplant, dass wir jetzt da sein wollen, wo wir sind, sondern das ist immer wieder
einen Schritt nach dem anderen und es hat eine sehr positive Entwicklung genommen, sowohl mein Leben als auch der Holzschuhner Musik Big Band, glaube ich.